So Leute, herzlich willkommen bei einem neuen Part von Professor Layton. Yeah, genau. Und ich merke, das wird gerade eine richtig lange Aufnahmesession, aber naja, was soll's. Und wir gehen zum Bahnhof, zu Wandersen. War Wandersen nicht der vorhin, den wir von zwei, drei Parts, ich glaube vor zwei Parts, oder vor drei, nee, vor drei Parts war es, glaube ich, diesen Rucksack da gemacht haben? Ich glaube schon, ich weiß mal nicht mehr ganz genau. Ach, lieber Professor. Hätten Sie nicht vielleicht noch einen Augenblick für mich Zeit? Aber natürlich, Sir Anderson. Was kann ich für Sie tun? Es scheint, als hätten Sie heute allerlei Nachforschung im Dorf angestellt. Sie haben dabei nicht zufällig auch etwas über meine Tochter gehört, oder? Oder? Ihre Tochter, Sir? Ja, Katja. Wissen Sie, ich sehe sie nur noch selten, seit ihre Mutter von uns gegangen ist. Sophia, meine Mutter, und Katja standen sich sehr nahe. Und ihr Tod wühlte sie sehr auf. Wenn sie Katja begegnen, würden sie ihr dann bitte sagen, dass ihr Vater zu Hause auf sie wartet? Kein Problem. Wenn ein solch gestandener Gentleman wie sie ihr die Nachricht überbringt, hört sie sicher zu. Ich werde tun, was ich kann. Aber leider fällt unser Zug in Kürze ab. Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass wir Katja in der kurzen Zeit finden werden. Katja ist unsere einzige Tochter. Sie ist mein Ein und Alles und ich wäre Ihnen ewig dankbar, wenn Sie mir helfen könnten. Ich frage mich, was es mit dieser Katja so auf sich hat. Nun, da bin ich leider auch nicht schlauer als du, mein Junge. Aber ihrer Verwandtschaft nach zu urteilen, handelt es sich, fragt es, um eine edle und schöne junge Dame. Aber Professor... Ach, hier ist der komische Wandersen. Die wir anplappern sollten. Hallo, ich hörte, Sie hätten sich... im Dorf nach einer gewissen Schatulle der Pandora erkundigt. Ach ja, die Schatulle. Die Leute erzählen, das Ding töte jeden, der ihren Deckel aufmacht. Ich habe zwar auf meinen Reisen davon gehört, aber sie ist nicht das, wonach ich suche. Oh, wonach suchen Sie denn? Dann, wenn ich fragen darf. Nach einer Phantomstadt, einem Ort, der auf keiner Karte eingezeichnet ist. Nur Auserwählte dürfen ihn betreten, sagt man. Und nicht nur das, man erzählt, dass man allein mit dem Molentail Express dorthin gelange. Ich interessiere mich schon seit Jahren für diesen Zug und seine zahlreichen Mysterien. Soweit ich weiß, steht auch die Schatulle irgendwie mit jener Stadt in Verbindung. Das ist ja unglaublich. Und wie genau gelangen wir dorthin? Das ist das Einzige, was ich noch nicht ganz verstanden habe. Vielleicht flüstert man an Bord ja ein Zauberwort und wusch und schon... verändern sich die Gleise, keine Ahnung. Naja, oder so in etwa. Ich will unbedingt den Weg in diese Stadt entdecken. Das war sehr interessant, danke für die Auskunft. Professor, haben Sie das gehört? Endlich haben wir eine Spur, die uns zur Schatulle der Pandora führen könnte. Abwarten und Tee trinken. Das kannst du gut, Professor Layton. Aber es sieht so aus, als ginge unsere Reise im Molentail Express vorerst weiter. Na gut, ihr beiden. Wir sollten zum Bahnsteig aufmachen. Ja, Professor. Aber erstmal will ich nochmal ins Haus reingucken und zu keine Rätsel. Ist das denn ernst? Wir haben alle mitgenommen. Das kann ich irgendwie nicht so richtig glauben, aber ja, schön. Wer noch irgendwas zu labern? Hey, ihr habt schon 30 Rätsel abgehakt. Saubere Leistung. Alter, wir haben 46, glaube ich. Ne, 42. Ja, was heißt das jetzt? Ich frage mich, ob der Zeichner den Fehler ja selbst bemerkt hat. Achso, das war ein Rätsel. Hallo? Ach, jetzt nochmal anplappern, okay. Na, ist euch das fest genehm? Ich finde es jetzt ziemlich dufte. Es dauert noch eine Sekunde bis zur Abfahrt. Hey, hört euch das, hört euch doch so lange mal das Rätsel hier an. Kein Problem, Digga. Sammys Kette. Sammy hat 8 kurze Ketten mit je 7 Gliedern. Er will sie alle acht zu einer echten Rocker-Halskette verarbeiten. Beim Kettenschmied kostet das Öffnen und Schließen eines einzelnen Gliedes 2 Pfund. Sammy könnte nun wie unten gezeigt ein Glied der Kette öffnen lassen und daraus eine einzige lange Kette bauen. Aber es würde stramme 16 Pfund kosten. Er könnte es auch billiger haben, wenn er es clever anstellt. Wie viele Pfund müsste Sammy nach der günstigsten Methode zahlen? Äh.
muss erstmal überlegen, wie man es anstellt. Huh. Ja. Da ich überlegt habe und keine Ahnung hatte, habe ich einfach schnell nachgeguckt und es ist eigentlich gar nicht so schwer, wie ich dachte. Ja. Also, man muss eine Kette auflösen, hat man nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 halt. Dann hat er mit jedem einzelnen Glieder, die man hier sieht, halt immer, ne, sind wir verbunden. Dann kommt man nicht auf 16, sondern auf 14. Genau, und das ist die richtige Lösung. Nun die Probe aufs Exempel. Bitterschön, sage ich dann nur. Ein Gentleman löst jedes Rätsel. Wir sind ja auch Gentleman-like, ne? So, like a Gentleman. Eigentlich müsste jetzt immer, wenn er das Wort Gentleman sagt, dieses Lied von Psy einblenden. Das wäre voll lustig. Der Monty Express ist bereit zur Abfahrt. Alles einsteigen und ordentlich festhalten. Hey ihr, marscht zurück auf eure Plätze, sonst fährt der Zug noch ohne euch ab. Folgende Rätsel wurden an Oma Enigmas Rätselhütte gesendet. Ach du Scheiße, das viele. 29, 30, 31, 32, 35, 38, 41 und 43. Und 47, 49, 52, 54. LOL. Ich muss leise sein. Danke für alles. Was wohl der ganze Aufruhr soll? Okay, ich muss doch mal nicht reden. Finde ich cool. Endlich mal. Bisschen Pause für mich. Nun, mir scheint, die junge Dame dort ist die werte Tochter des Hauses Anderson. Das ist ja ein richtiges Abschiedskomitee. Und bei den ganzen Menschen ist es gewiss keine kurze Urlaubsreise. Oh Mann, ich muss schon mehr reden. Langweilig. Sir Andersons Tochter. Katja ist die Tochter von Sir Anderson, des einflussreichsten Mannes in Dropstone. Sie stieg dem Molentil Express mit zu und viele Bürger Dropstones kamen, um sie zu verabschieden. Sie reist jedoch allein. Wohin reist sie und wohin begleitet sie niemand? Gute Frage. Sehr, sehr gute Frage. Ja, ich würde gerne das Spiel speichern. Oh, jetzt habt ihr gesehen, wie lange ich aufgenommen habe schon. Kapitel 3. Am Scheideweg. Also, diese Gerüchte über eine Phantomstadt wollen mir einfach nicht aus dem Kopf. Professor, glauben Sie an der Geschichte, ist etwas daran? Ist etwas dran? Nun, unsere nächste Station ist die schöne Stadt Luxembell und ist sicherlich echt. Aber wie soll man denn zu der mysteriösen Phantomstadt gelangen? Das ist eine sehr gute Frage, Luke. Leider kann ich sie nicht beantworten. Aber wenn dieser Zug tatsächlich in mysteriösen Orten Station macht, weiß das Personal sicher mehr. Das glaube ich aber auch. Ja, ja, Zugpersonal und so, ne? Ich verstehe schon. Wen labern wir dann voll? Wir gucken erstmal hier lang. Auch wenn da hier. Da kommen wir nicht rein. Ja, tja. Tja, Thaddeus, da kommen wir wohl nicht rein. Gehen wir mal hier rein. Auch keiner drinne. Fällt nicht daran, dass es unser Dings ist, aber egal. Hier ist jemand. Hier sind wir ganz schön. Wo sind ganz Leute hin? Lol. Aber was mir erst jetzt auffällt, die haben hier in Fenstern, dass man so macht, dass das wie ein Fahrradzug aussieht. Finde ich irgendwie lustig gemacht. Aber eigentlich, wenn es genau nimmt, wenn wir jetzt einfach gar nichts machen, so 4 Stunden, dann muss der irgendwo ankommen, ne? Wenn man es ja so genau nimmt. Aber egal. Chester, ich bedauere aber, das Restaurant ist im Moment geschlossen. Bitte beehren Sie uns später. Was? Das Restaurant ist zu? Ganz genau, auf dem Weg nach Luxembourg passieren wir einen langen Tunnel. Unbeleuchteten Tunnel. Einen langen unbeleuchteten Tunnel. In der Zeit könnten sich unsere Fahrgäste natürlich nicht an der herrlichen Aussicht erfreuen. Ist der Wunsch Herrn Belugas, dass alle Gäste beim Dinieren den Ausblick genießen können. Daher stellt das Restaurant so lange bedauerlicherweise seinen Betrieb ein. Huch, wie vornehm. Herr Beluga hat ja wirklich an alles gedacht. Dann gehen wir zur Küche.
Der sieht am wenigsten eigentlich. Das freut mich, weil der hat. Okay. Sorry, muss ich auf Pause gedrückt, weil es halt ein bisschen länger gedauert. Egal. Hat wahrscheinlich gar nicht bemerkt. Na, wie geht's meinen kleinen Wonneproppen? Wunderbärchen. Ich wusste ja, das wird mir nicht leicht ohne ihn. Aber die Einsamkeit macht mich wirklich fertig. Geht es ihm wenigstens gut? Den geht's klasse. Keine Sorge, es geht ihm bestens. Ehe sie sich versehen, wird er fit wie eine Springmaus sein. Das freut mich zu hören. Ich verlasse mich auf dich, mein Junge. Das ist nett von dir. Ich wollte gerade die Küche schließen, bis wir in Luxemburg ankommen. Auch das Restaurant macht so lange zu. Am besten, ihr ruht euch ein wenig in eurem Abteil aus. Ja, machen wir schon. Keine Sorge. Gehen wir nach hinten nochmal. Wir müssen so wirklich mal zu dieser komischen Tante. Ist ja gar keiner da. Wo sind die alle, bitteschön? Wundert mich irgendwie. Da, ist hier nicht die... Ja genau, hier ist die Tante. Aber das machen wir in einem extra Part nicht jetzt. Das ist dann... Ich werde im letzten Part einen Part machen. Den ich dann vielleicht, keine Ahnung, Special One oder so, wo wir ein paar Rätsel lösen. Weil so einen normalen Part soll es ja mit der Story weitergehen, deswegen. Naja. So, sprich mal so ein Fettsack an, mal wieder. Hank. Vielleicht gibt's was zu arbeiten. Endlich. Wäre von der Warterei ja fast verrückt geworden. Wie meinen Sie das? Der Zug wurde doch eben erst repariert. Ja, schon. Aber noch kann ich nicht Feierabend machen, weil... Hoppla! Nichts, gar nichts. Alles... Paletti. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass nicht alles Paletti ist, aber... Oh, wo kommt der jetzt aber her? Labern den halt an. Konrad. Hallo, ich heiße Konrad und bin Student aus Dropstone. Ich reise nach Luxemburg, also werden wir uns wohl für eine Weile diesen schön zuteilen. Oh, haben Sie von dem langen Tunnel gehört, der auf dem Weg nach Luxemburg liegt? Wenn der Zug da durchfährt, gehen alle Lichter an Bord aus. Und was noch komischer ist, auch der Zugang zum Luxuswagen soll angeblich abgeriegelt werden. Wer weiß, dass manche Fahrgäste im Dunkeln so alles anstellen. Hehe. Etwas sehr Eigenartiges muss in diesem Zug vorgehen, wenn der Luxuswagen abgesperrt wird. Aber natürlich, jetzt wird mir alles klar. Luke, mir ist gerade ein Licht aufgegangen. Schnell zum Luxuswagen. Ich folge Ihnen. Ja, los, gib Gas. Gib Gas. Luke, gib Gas. Aber ich habe das Gefühl, dass wir nach diesem Part gar nicht mehr zu dieser Tante gehen können. Tja. Ich kann es jetzt nicht beurteilen, aber... Ach, Mann. Dann gehen wir halt hin, ist jetzt auch egal. Dann müssen wir, vielleicht hänge ich dann sogar die ganzen restlichen Rätsel am Ende des ganzen Let's Plays dran. Mal gucken, mal sehen. So, da wären wir also. Hier geht's zum Luxuswagen. Und was haben wir denn hier? Das sieht noch ganz nach einer Art Rätsel aus. Ich glaube, wenn wir dieses Rätsel lösen, können wir uns Zutritt zum Luxuswagen verschaffen. Und warum konnten wir es gerade nicht lösen? Muss man sagen. Rätsel 56. Sesam, öffne dich. Ordne die Symbole auf dem Schild richtig an, damit Luke und Professor Layton Zutritt zum Luxuswaggon erhalten. Folgende Anweisung musst du befolgen. Okay, erstmal so. Den Stern direkt neben dem Mond. Das X als zweites Symbol von links. Gut, das ist ein guter Anhaltspunkt, dann packen wir den erstmal dahin. So. Den Kreis irgendwo links der Raute. Pack es erstmal so. Den Mond zwei Plätze rechts der Raute. Der hier. Dann ist das so und so. So, weil jetzt ist, lesen wir alles durch, der Stern direkt neben dem Mond. Wir sehen, Stern, Mond. Das X als zweites Symbol von links. Den Kreis irgendwo links der Raute. Den Mond zwei Plätze rechts der Raute. Der Mond zwei Plätze rechts. 1, 2 und. Muss richtig sein. Anders geht's nicht. Antwort. Muss richtig sein. Anders geht's nicht. Aufs Exempel. Bam! So geht ein das. Gentleman löst jedes Rätsel. Und damit haben wir die 1015 Pikarad erreicht und damit sind wir über 1000. Hammergeil. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind auch noch awesome, Leute. Na bitte, die Tür ist offen.
eine Mauer erhalten für den Fettsack. Holla, schauen Sie nur, da ist ja ein Wahnsinnswaggon. Ja, er ist wesentlich luxuriöser als die Standardwagen. Es muss recht kostspielig sein, so zu reisen. Ja, nicht kostenspielig? Ja, scheiß drauf. Wagen 2. Gang. Gehen wir hier rein. Oh, Professor. Dieses Abteil ist ja wirklich umwerfend. Und viel größer als unseres ist es auch noch. Ui, wie schön weich die Polster hier sind. Haha. Aber Luke, die Sitze sind doch kein Trampolin. Weißt nicht mehr, dass ein wahrer Gentleman stets... Oh, du hast recht. Die sind ja super weich. Hui. Ha. Huch. Was wollt ihr Herzchen denn in diesem Abteil? Kein Unfug, hoffe ich. Ich störe ja nur ungern, aber ich bin im Auftrag des guten Geschmacks hier. Nun, dann dekorieren wir mal das hier rüber, dies zur Seite. Ach nein, das sieht schlimm aus. Ja, hey, Meister Frackfalte. Ja, du Rätselgenie. Meinen Sie mich? Mein Onkel, der Chef will, dass ich hier ein paar Blumen in der Gegend aufstelle. Könnt ihr mir vielleicht helfen, wie ich jetzt anstelle, solch, dass man sie auch überall schön riechen kann? Natürlich, bei so schönen Rosen fällt das sicher nicht schwer. Mann. Wo braucht man noch Hilfe bei, bitteschön? Vielleicht soll ich ja noch den Arsch abwischen mit auf dem Klo oder was? Ja, nichts belebt die Sinne mehr als das zarte Bouquet frischer Rosen. Hilf mir, den ganzen Balkon mit Rosenduft zu erfüllen. Berühre ein Feld, um dort eine Rose aufzustellen oder wieder zu entfernen. Der herrliche Duft erreicht genau zwei Felder weit in alle Richtungen, dringt aber nicht durch Wände. Achtung, überlagert sich der Duft zwei Blumen, wird es etwas zu penetrant. Verteile deine Rosen also gut. Oh Mann. Wir fangen einfach mal hier an. Dann hier. Okay, geht nicht. Dann hier. 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 Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Fehler, Fehler. So. 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 Zwick. So. So. Nee, nee, nee. Okay. Wo fangen wir denn am besten an? Ich bin dafür, wir fangen mal am besten hier an. Da machen wir... Ich denke mal da. Nee, hier. Machen wir hier weiter. Wenn wir dann... Aber das geht dann nicht. Das ist doof. Das muss... Nein. Nein. Ich will mal... Was soll ich hier machen? Die nächste... Hier, dann... Hier. Danach... Hier? Nö. Oh Mann, ey, hol nicht rum. Ach, hol doch nicht rum. Hol doch nicht rum, Mama. Neu. Na, ich hier, nein. Hier. So, nein. Das funktioniert, gut. Haben wir hier unten ist voll. Wenn ich jetzt eine hier mache, eine hier mache, eine hier mache, eine hier mache, dann geht das wieder nicht. Ja, wir machen über eine hin, das passt garantiert, bin ich mir ganz sicher. Gut, das ist doch gut. Dann ist alles schön rot und sieht alles ganz toll aus. Oder nicht? Was meint ihr, Leute? Ja. Leute, ich hab's geschafft. Ich habe gerade auf Pause gedrückt, damit ich ein bisschen gucken kann, wie das funktioniert. Dabei habe ich vergessen, einen Safe State zu setzen und auf einmal habe ich es probiert und dann war es richtig und dann konnte ich da nichts mehr machen. Ja. Weil dann hat das Rift irgendwie BAM und richtig und ich konnte da nichts mehr neu laden. Ja, egal. Ihr seht hier nochmal, wie es funktioniert. Da eine Rose, da eine Rose, da eine Rose, da eine Rose, da eine Rose. Also ganz unten rechts, ganz oben rechts, ganz unten rechts, ganz oben rechts, ganz oben links. Ja, ihr seht selber also. Egal, wir haben es geschafft. Also egal. Na, ist es so genehm? Oh ja, toll. Nicht protzig, aber ein feiner Duft überall. Der große Häuptling wird's lieben. Hm. Na dann, haut euch hin, entspannt euch. Genießt die Fahrt im Molentil Express.
ob der weiß, dass wir hier eigentlich gar nicht hingehören. Naja, was soll's. Es riecht wirklich gut hier. Ja, ein äußerst angenehmer Duft. Doch zurück zum Ernst des Lebens. Leider scheint es auch in diesem Abteil keine Gefährten zu geben. Es schickt sich nicht für einen Gentleman in den Gemächern anderer umherzuschnüffeln. Lass uns zurück in unser eigenes Abteil gehen. Ach, Professor, muss das sein? Ist das so schön? Es ist doch schon so spät. Können wir nicht hierbleiben? Luke, der Professor und Flora beschließen, in ihr Pferd zurückzukehren. Ja, ja. Toll. Wir haben wirklich eine einzige Sache gemacht. Wie seltsam. Auf einmal werde ich so müde. Was ist denn los, Flora? Oh je, mir fallen auch die Augen zu. Oh, sorry. Oh, ich bin eingeschlafen. Sorry, tut mir leid. Oh, auf einmal fühle ich mich auch so schläfrig. Ich mich auch. Oh, schon wieder geschlafen. Oh, das gibt's ja nicht, ey. Wie oft ich heute einschlafe. Und jetzt schlafen wir alle. Ach du Scheiße, was? Lol. Ich bin leise. Was? Was ist denn draußen los? Ist das etwa ein Traum? Rätsel 58, tief im Tunnel. Zwei Züge treffen sich auf einem Rangierplatz in einem dunklen Tunnel. Verschiebe die Waggons und Lokomotiven so, wie die Zahlen es vorgeben. Aber aufgepasst, wie du siehst, wechseln diesmal nicht alle Waggons das Gleis. Die Wagen mit der Nummer 2 sollen am Ende wieder auf einmal auf dem jeweiligen Ursprungsgleis stehen. Also 2 und 2 sollen später wieder so bleiben. Wie? Warte mal. Wenn wir jetzt hier anfangen, dann. Nee. Neu. Wenn wir das jetzt so machen. Achso. Hier geht's auch noch rein. Soll die zwei auf dem bleiben? Oder halt. Die zwei da. Ach, ich glaube mal, die soll ich hier bleiben, bin ich mir sicher. Da soll die 1. Die soll hier bleiben, irgendwie. Dann haben wir erstmal hier die 1 wieder, so. Dann haben wir hier die 2 wieder. Das hier ist die 2, die soll dann dahin. Ich will. So. So. Jetzt überlege ich gerade. Die 1 soll dahin. Was ist, wenn ich die 2 erstmal hier mache, dann den dahin, dann den so, dann ziehe ich die 1 dahin, mache das so und so und so, ziehe ich die 1 dahin, dann mache ich das so, mache ich das so, so, ziehe ich den so, ziehe ich die 4 dahin, ziehe ich die 2 dahin, als nächstes ziehe ich 3 dahin, die 3 da und die 4 hin. Bäm! Ich gedisst habe ich gerade. Ach, Spaß mit der. Gut gekoppelt, ja. Ich bin halt mega awesome und so halt, ne? Verstehen Sie also? Gehen. Potzblitz, ich muss auf dem Sitz eingeschlafen sein. Wie unachtsam von mir. Hast du eine Ahnung, was sich in diesem Tunnel ereignet hat, Luke? Leider nicht, Professor. Ich habe tief und fest geschlafen, aber ich habe etwas Seltsames geträumt. Ich träumte, dass ein Teil des Molentil Express einen Tunnel die Gleise gewechselt hat. Die Gleise gewechselt? Du glaubst also, dass manche Wagen jetzt auf einer anderen Strecke fahren? Luke, das war möglicherweise überhaupt kein Traum. Wenn wirklich Wagen abgekoppelt wurden, sind diese sicherlich nicht mehr auf dem Weg nach Luxemburg. Dann ist das vielleicht der Trick, um zu der Phantomstadt zu gelangen. Ich bin immer mehr davon überzeugt, dass dies tatsächlich das Rätsels Lösung ist. Ob es nach Phantomstadt spukt? Ich hoffe nicht.
Glühbirne erhalten. Aufgewacht und frisch gemacht, ihr Herzchen. Nächster Halt, Pool Sense. Zug ist da, macht euch klar. Lasst mir ein Trinkgeld da. Four Sense, hä? Huh? Natürlich, das ist die Lösung. Unsere Fahrkarte ins Ungewisse. Der Zielort ist doch angegeben. Wir haben ihn nur übersehen. Wie? Aber wo denn, Professor? Ja, ist klar. Und ich jetzt wieder suchen, oder was? Lol. Vorne siehst du die Fahrkarte, die Luke und der Professor in Dr. Schraders Hand wandten. Auf den ersten Blick scheint kein Reiseziel darauf vermerkt zu sein. Aber nach einem bestimmten Kunstgriff enthüllt die... Achso, oh mein Gott. Ach, alles ein bisschen stehen geblieben. Enthüllt die Karte den Namen der Stadt, auf die unsere Helden zusteuern. Full Sense. Der Schlüssel zu dieser Erkenntnis ist die Ziffer, die aus der Fahrkarte ausgestanzt wurde. Welche Ziffer mag das wohl sein? Ein Tipp, schau mal in die Spielanleitung. Was, Leute? Ja, ich hab die nicht. Doch klar hab ich die. Ich hab mich schon gehofft, ja. Sieht man doch, ja. Ja, witzig. Ich hab die jetzt nicht. Fick dich. Voll Sens. Voll Sens. Also, wenn das jetzt Buchstaben angehen soll, was wäre das, bitteschön? Ja. Da muss man wohl überlegen, würde ich sagen. Ja. Ich hab mal wieder null Ahnung. Und deswegen habe ich mich einfach schnell erkundigt. Ja. Und ist eigentlich gar nicht so. Naja, man kann drauf kommen. Sagen wir es mal so. Also wenn man dieses Teil hier in der Mitte knickt, das heißt genau hier, wo der Strich ist, halt. Like, schlau. Ungefähr halt hier so, ne? In der Mitte halt. Dann sieht man, dass genau. Guckt euch einfach die Grünen. Hier unten ist es grün und da oben ist es grün. Wenn ihr das zusammenpackt, das heißt, hier oben wäre das hier halt. Das Stück, das und das. Wenn wir das jetzt hier einsetzen, hier, hier und hier, haben wir hier ein F. Das müssen wir jetzt bei jedem Buchstaben machen. Das heißt halt, haben wir hier ein F. Wenn wir das hier setzen, haben wir ein O. Hier wäre das... Müssen wir es, dann wird das hier weg. Und man kommt halt auf Vollsens. Und da muss dann die 2 rein, weil man eine 2 schreibt. Das wäre wie das Schreiben. So, 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 so. So. Aber wenn das dann das von hier oben eingibt. Dann müsste man das halt, dann wäre das hier halt weg, das obere, dann würde halt nur noch das hier da stehen, und wenn das dann von oben übernimmt, dann kommt das halt raus. Und tada, Rätsel gelöst, eine 2 muss dahin, Antwort. Nun, und ich sehe, der Part wird viel zu lange, aber scheiß drauf, der ist es nur für euch. Quod erat demonstrandum. Ja genau, ja, ich habe es gerade erklärt, also schafft ihr schon. Wir sind schon fast am Ziel angekommen. Ja. Oh, das ist ja seltsam. Wieso ist es schon so dunkel? Was meinst du? Wir sind wohl angekommen.
Und die Stadt seht ihr im nächsten Part, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal.